Schon auf? Oh, ein Part ist schon durch. Oh, perfekt. So, jedenfalls. Intro-Sequenz geskippt und dann einfach noch. Ist okay. Jedenfalls, da dieses Spiel ausgeliehen ist, so im Grunde, aus der Videothek, weil ich finde das immer noch günstiger, als sich dazu kaufen. Passiert da noch was? Oder lädt das jetzt? Das lädt, gut. Es lädt. Gut, jedenfalls haben wir uns auch darauf geeinigt, dass wir nicht unendlich viel das machen können. Also an sich wird immer am Wochenende ausgeliehen und dann wird dann auch da so viel gespielt wie möglich halt. Aber wir werden sagen, so dass wir erstmal das Ganze auf 3 Wochenenden begrenzen. Beziehungsweise es gibt auch noch eine Spielzeitgrenze, beziehungsweise also eine Mindestspielzeit, die erreicht werden darf. Und wenn die noch nicht erreicht ist, dann kann man auch mal ein Wochenende mit hinten ranhängen. So. Ist bestimmt für meine Mitbewohnerin. Ich möchte mich dafür entschuldigen schon mal. Ich weiß gar nicht, ob Zwischensequenzen über... Ja. Ich glaube, die zählen nicht mal in die Spielzeit rein. Wir richten uns bei der Spielzeit, Mindestspielzeit, auch nach dem, was in den Dings angezeigt wird, in den Speicherständen. Ich finde das Hörnchen immer noch süß. Ja, niedlich, ne? Ja. Komm zu... Und dann zündet man es einfach an. Das finde ich nicht nett, das ist Tierquälerei. Ja, finde ich auch frech. Also ganz ehrlich, das geht mal überhaupt nicht. Ach ja. Oh, ich weiß jetzt, also ich weiß, wer da ist. Und meine Mitbewohnerin hat Besuch und ich hoffe, sie stören mich jetzt nicht beim Aufnehmen. Da sind die Zombies wieder. Ja, die suchen nach deinem Smartphone. Ja, um ihre... Facebook! Gib es uns, gib uns dein Handy. Ich glaube, ich esse mal gleich auf. Rom. Bist du dir sicher, dass ich eine Jägerin bin? Mysteriöse Stimme? Ja, also, so wie du aussiehst, könntest du auch ein Jäger sein. Mit Brüsten. So. Oh Gott, die Nase. Was für ein Ziel. Oh, herrlich, ich liebe diese Übrigens, Nase. Du kannst ja mal, da darf ich ja kurz deine Zeit beanspruchen. Und zwar natürlich. Dort hinten, auf der Rückseite des Ortes da, ist da, da geht's nämlich hoch irgendwo. Genau. Ach nee, da ist eine Tür. Mach ja, mal auf. Probier mal aufzumachen. Aber ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Ich hab jetzt schon Angst. Öffnet sich nicht. Hau mal gegen. Und jetzt redet niemand mit dir. Okay, schade. Ich dachte, das würde jetzt schon klappen. Also, wenn man später das macht, dann kriegt man nämlich von einer netten Person eine Antwort. Miep. So. Aber du übrigens, kommst dort durch. Ich warne jetzt schon mal. Ich empfehle euch eventuell keine Kopfhörer zu benutzen. Mhm. Eure Ohren will. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich habe Kopfhörer auf. So, zum Testen, ob das Ganze überhaupt funktioniert, weil ich möchte ja keine Wetten hier abschließen, bei denen sicher ist, dass ich gewinne. Ich habe die sogar eigentlich eher so schon die Wette eingerichtet, dass es für mich schwierig wird, die zu gewinnen. Und genau das soll es ja sein. Also es soll ja auch wirklich ein tatsächlich mögliches, also, es geht hier um eine Playstation für Kira. Wir müssen noch uns ausmachen, was für mich dabei rausspringt. Es sollte definitiv nichts in der Größenordnung einer Playstation sein, weil das wäre unfair. Weil ich habe die Wette ja vorgeschlagen. Moment. Ich muss kurz... Nein, warte. Okay. Okay, da geht okay, das. Der Knopf war das. Gut, gut. Ich hoffe, okay. Du weißt das wieder, weil du weißt ja, also, ich hab ihr schon mal gezeigt, wie sie hier durchkommt, ohne sterben zu müssen, wenn es denn klappt. Und los! Renn. Oh, scheiße! Scheiße! Und los! Du schaffst es! Mach die Tür auf! Ich kann schon mal nicht gerade durch Türen rennen. Oh, Gott! Oh, scheiße! Das ist letztes Mal so viel besser gefahren! Ich bin tot! Noch nicht! Jetzt bist du tot.
Das hat letztes Mal so viel besser geklappt. Da bin ich wenigstens durch die Tür gelaufen. Ja, es ist also, es ist definitiv möglich, den ersten Teil des Spiels zu schaffen, ohne zu sterben. Aber das ist schon mal kein gutes Zeichen, dass das nicht so geklappt hat. Ihr könnt ja gerne einen Kira stirbt und schreit dabei rum Counter einführen. Ich prophezeie, er wird hoch. Todescounter, ich zähle mal mit. Oh, ich müsste das eigentlich einblenden. Wo blende ich das denn jetzt ein? Also, wie ihr jetzt vielleicht gerade gemerkt habt, ich empfehle euch wirklich keine Kopfhörer dabei aufzuhaben. Ich kenne mich. Ich werde sehr viel schreien und Panik haben. Ich habe da, glaube ich, gerade eine Idee. Um wenigstens mal so einen ganz professionellen Eindruck zu vermitteln. Ja, du bist jetzt im Traum des Jägers. Okay. Upsi. Okay, ich habe hier nur gerade irgendwas rumstöhnen hören. Oh, das war ich. Ach so, das war's. Okay. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Was ist das? Okay. Was bist du? Du bist ein Bote. Oh, ich mach das gerade richtig professionell hier. Bartbote. Was ist denn ein... Ein Bartbote? Ich richte gerade den Todescounter noch ein, der richtig scheiße aussehen wird, aber das ist mir völlig egal. Das ist jetzt echt gerade nur so improvisiert, das hätte ich mir mal vorher überlegen sollen. Diese Dinger sind Boten, die geben dir Waffen, wie du siehst. Du kannst dir deine Waffe auswählen. Terik-Waffe, wähle eine Außenhandwaffe. Okay. Ja. Naja, wir haben ja gesagt, da ich eigentlich hacke. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Müsste ich eigentlich ja tatsächlich mit Nax spielen, wa? Mhm. Hm. Okay. Ich verstehe. Ein wenig. Mhm. Okay. Los, wir nehmen die Axt. Ich probiere mal was. Ah, nee, das wird schon nichts, wenn ich das so mache. Ich habe ja nicht umsonst diesen Namen. Okay, ich gehe mal davon aus, ich werde den Todescounter jetzt so einrichten, dass ich davon ausgehe, du wirst ja sicherlich nicht unbedingt häufiger als 1000 Mal sterben. Ist das eine Herausforderung? warte mal einen Moment, wenn du das tatsächlich schaffst, dann, was heißt das dann? Ist das dann, gewinnst du dann was oder ich? Das ist dann einfach die zweite PlayStation 4 für mich. Haha! Das ist ja. Nee, nein. Das ist ja Schummeln. Nein, so böse bin ich dann nicht. Ach, ich lasse das jetzt einfach so. Mein Todescounter ist jedenfalls da. So. Okay, Donnerbüchse oder wo ist denn der Unterschied? In den Attributen. Ah, Stats. Der Blutangriff ist geringer. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so schlimm ist oder... Vielleicht, also die Donnerbüchse wird wahrscheinlich so eine Streuung haben oder sowas. Ich habe sie nicht benutzt, ich habe die Pistole genommen, aber ich weiß es echt nicht. Ja, egal. Ich will eigentlich draufhauen. Ja, aber ehrlich gesagt, die Pistole ab und zu benutzen und zu parieren, das ist ein echt guter Skill, den man gegen Sachen benutzen sollte. Du kannst teilweise riesengroße Gegner leicht niederknüppeln, wenn du im richtigen Moment auf sie schießt. Okay. Werde ich wahrscheinlich nicht hier kriegen. Fest verschlossen. Oh. Na gut. Ich möchte durch diese Tür gehen. Macht mir die Tür auf. Hör auf, gegen die Tür zu schlagen. Und ich würde mich beeilen. Deine Zeit läuft. Ja, Entschuldigung. Das ist so verlockend. Okay. Ich verstehe es. Da kommst du auch nicht rein, weil es ist die Tür zum gleichen Ort. Mist. Ja. Verdammt, wo muss ich dann hin? Du musst jetzt zuerst einmal zur Lampe. Zu dem ersten Grabstein dort, genau. Welcher ist der erste? Der ist der erste? Okay. Das ist der. Hi. Aha, du kannst dann nämlich da wieder aufwachen. Aus deinem Traum des Jägers. Krankenzimmer im Erdgeschoss. Okay. Ja. Porte und mich dahin, müsste genau, dieser Grabstein. Und wenn du jetzt deine Waffe noch anlegst, kannst du sogar dieses Viech, was da ist, niederknüppeln. Ach so.
Ja, unfassbar. Ha. Ich nehme mal an, ich muss ein Menü dafür öffnen. Los, lade bitte. Mach schneller. 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 Oh ja, Ladezeit. Aber die werden ja, glaube ich, nicht zur Spielzeit hinzugerechnet. Ich will nicht mehr. So, jetzt, genau. Richtig gemacht. Dort sind deine Waffen, ja. Leg mal da hoch. Wo? Da. Bei dem Koffer? Na, und drunter. Hä? Da steht doch Waffen. Ach da, okay, ja, ich bin blind. So, Jäger-Axt, dann wieder zurück. Und dann zwei Schritte weiter, genau. Nein, weiter nach rechts, weil Waffen. Da, Da kannst du deine zweite Waffe, die Pistole, auswählen. Okay. Und du kannst auch für jedes eine zweite Waffe auswählen. So, übrigens, du kannst deine Waffe auch in eine Zweihandwaffe transformieren, wenn du denn möchtest, indem du, nein, nicht die Taste, sondern die da drunter. Oder so. LOL! Und damit hast du eine größere Waffe, aber die ist halt langsamer in den meisten Fällen ein bisschen. Wusch, wusch. Jetzt fühle ich ein bisschen, als würde ich mit einer Morph-Axt spielen. Na jedenfalls, du wirst dich in das ganze Kampfsystem noch reinfinden können, wenn du dann halt mal ein bisschen gekämpft hast. Oh Gott, ich hab Angst. Ach, das schaffst du. Du kannst übrigens ja mit der mit dem rein. Warte, also mal, wenn muss du ich den jetzt den Werwolf umbringen? Ja, aber keine Sorge, der ist ein wenig geschwächt schon. So, aber wenn du den Werwolf im in Sichtweite hast, kannst du auch die den rechten Stick reindrücken, um ihn anzuvisieren, dann verlierst du ihn nicht aus den Augen. Versuch mal. Okay. Ich prügel einfach. Stick reindrücken! Ach so! Nee, hä? Anvisieren, ja! Hab ich doch! Ja, und dann nicht mehr. Also, wenn du den dann nochmal reindrückst, dann. Ja! Supi! Läuft doch! Okay. Davon abgesehen, dass du halt trotzdem noch ziemlich eingesteckt hast dabei. What? Ja, Leiche durchsuchen. What? Reinlaufen. Okay. Da. So, die Blutfiolen kannst du mit Dreieck benutzen und du solltest aufpassen, dass du Dreieck dementsprechend nur drückst, wenn du eine benutzen möchtest. Dadurch kriegst du Lebensenergie. Oh Mann. So, dann, das nächste Stückchen kennst du ja schon ein wenig. Was bist du? Und was warst du mal? Okay. Okay. So, und... Oh, Blutfleck! Ja, jetzt kriegst du deine Blutechos wieder. Also, falls du mal stirbst, solltest du dich auf die Suche machen nach deinem Blutfleck, sonst ist das, was du... was du verloren hast beim Sterben, eventuell ganz verloren. Keine Sorge, nix da. Aber diese leuchtenden Dinger würde ich immer einsammeln. Also, es gibt keine Stellen, wo die irgendwie was Schädliches haben. Zumindest nicht da, wo ich das mitbekommen habe. In den Souls-Games gibt es ja zum Beispiel Kisten, diese heißen Mimics, die greifen an. Die sehen aus wie ganz normale Truhen und in Wirklichkeit greifen die dich an und sind böse. Gibt's bei Dragon Quest auch. Ah. Dragon Quest. Wer hat's bei wem gestohlen? Da war ein Item, wenn du da runter gehst, die Treppe. Okay. Ich gehe hier runter. Ja, ehrlich gesagt, hier in dem Spiel wird es sicherlich so sein, dass du öfter mal gucken musst, ob sich in irgendwelchen Gängen oder sowas Gegner befinden. Das heißt, ich verstehe es, wenn du irgendwo langsam rangehst. Auch wenn ich selber weiß, wo die Gegner stehen in diesem Gebiet. So, also, wenn du da jetzt langläufst und den anvisieren kannst, dann bist du... Krieg ich ihn theoretisch tot? Also theoretisch, klar, immer. Und du hast auch so viele Blutfiolen, dass du... Aua! Dass du dich heilen kannst. Du kannst das auch mitten im Kampf. Dreieck! Dreieck! Du hast die falsche Taste gedrückt! Du hast Viereck gedrückt. Nein, ich wollte ihn angreifen, aber sie hat überhaupt nicht losgeschlagen. Also nicht mal ansatzweise losgeschlagen. Ich weiß gar nicht, was du gemacht hast. Also welche Taste hast du denn gedrückt? Ich habe die ganz normale Angriffstaste gedrückt. Ach, Mann! Okay.
Konzentrier dich. Keine Sorge, wir sind noch am Anfang. Du kannst dich ruhig noch reinfinden und alles. Wir sind am Anfang und ich bin schon zweimal gestorben. Es kann ja nur besser werden. Ich glaube, ich sollte die Zeit auf mindestens 40 Stunden erhöhen. Ja, weil ich glaube, dass... Ach so, ja, übrigens, ich muss mal was ändern. Ladebildschirm.